Herzlich willkommen und heute möchte ich mal so eine Buchrezension vorstellen. Mein Name ist Frederik Weitz, bin gar kein ausgebildeter Programmierer, sondern jemand, der das eben auch schon seit ganz, ganz langer Zeit macht, aber eben, naja, ich sag mal immer so nebenher, mal mit mehr und mit weniger Interesse. Und heute möchte ich ein Buch vorstellen, Einführung in Python. Beziehungsweise das Buch heißt Einstieg in Python. Geschrieben worden ist es von Thomas Theiss und im Untertitel wird versprochen, ideal für Programmieranfänger geeignet. Wir werden uns ansehen, stimmt das? Erschienen ist das Buch im Rheinwerk Verlag Computing. Eckdaten erstmal 478 Seiten ist es dick. Die letzten 30 Seiten sind, na, ich sag mal, so eine Art Anhang, also 450 Seiten Programmieren. Es gibt eine DVD dabei. Also gar keine CD, wie ich hier geschrieben habe, sondern DVD. Es kostet 24,90 € und das letzte Kapitel, das muss man noch dazu sagen, ist zum Raspberry Pi. Das ist ein kleiner Hardwarecomputer, den man auch mit Python programmieren kann und der erfreut sich anscheinend großer Beliebtheit. Mir ist er noch nicht über den Weg gelaufen, aber gut. So, was bietet dieses Buch? Es bietet erstmal im ersten Kapitel die Installation und dann 12 weitere Kapitel zu verschiedenen Themen. Ganz wichtig ist das zweite Kapitel. Wenn man Python das erste Mal startet, landet man in einer Entwicklungsumgebung und wie man mit dieser Ge Entwicklungsumgebung umgehen kann, was man mit der machen kann, das wird in Kapitel 2 erklärt. Im dritten Kapitel werden wichtige, grundlegende Sachen zum Programmieren erklärt, von den Datentypen über die verschiedenen Operatoren, die man verwenden kann, bis hin zur Steuerung des Programmflusses, also Verzweigungen und Schleifen. Das gehört dazu. Und das sind so die ganz grundlegenden Sachen, die man können muss, wenn man anfängt zu programmieren. Und das wird auch sehr, sehr gut erklärt anhand von einem kleinen Beispiel. Viertes Kapitel befasst sich dann mit Datentypen und mit sehr unterschiedlichen, auch teilweise schon sehr komplexen Datentypen. Die bietet Python auch an, obwohl man das ja immer so belächelt als so ein bisschen so eine Anfängersprache. Das fünfte Kapitel behandelt weiterführende Programmierung. Was das ist, schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Dann aus dem Programmierwelt nicht mehr wegzudenken, ist das objektorientierte Programmieren. Hier bietet Python eine aufgeweichte Version an. Das ist also alles nicht so strikt gefasst, wie das in C-Sharp und Java zu finden ist, aber für den Programmieranfänger gerade auch deshalb gut geeignet, weil man eben, naja, also man hat so einen Übergang. Man hat es nicht ganz, aber man hat es. Und das sechste Kapitel erklärt das, was das überhaupt ist, wie man damit programmieren kann. Und das ist eine schöne Sache. Man verwendet es ja auch ständig. Man erschafft sich selber eigene Module. Und das zum Beispiel wird dann auch nochmal im siebten Kapitel gezeigt, verschiedene Module von Python, die man verwenden kann, was man damit anfangen kann. Das ist auch ein sehr schönes Kapitel, hat wichtige Module ausgewählt. Und darüber kann man dann zum Beispiel auch nochmal sehen, was leistet objektorientierte Programmierung für mich. Ich kann nämlich ganz viele Sachen einmal schreiben, auslagern und dann immer wieder verwenden für unterschiedlichste Programme. Achtes und zehntes Kapitel umfasst das Laden und Speichern von Dateien. Im achten Kapitel mit einfachen Dateien, wie zum Beispiel Textdateien. Das zehnte Kapitel umfasst Datenbanken. Ein kleines Highlight für mich war das neunte Kapitel, denn das Programmieren für das Internet, für den Datenaustausch und für die Darstellung von Webseiten im Internet. Und das ist natürlich auch, muss man sagen, erstmal so ein Hineinschnuppern, aber es ist schon relativ intensiv dargestellt, sodass man so sagen kann, okay, jetzt habe ich schon mal einen ganz guten Überblick, was ich alles machen kann und ich habe auch schon mal ganz wesentliches Handwerkszeug zusammen. Ich habe es bisher in Java vermieden, mich an dieses Thema dran zu wagen, aber jetzt habe ich wirklich ein bisschen Blut geleckt dabei und habe gedacht, hey, da lassen sich ja tolle Sachen mitmachen und jetzt bin ich auch parallel dazu dabei, mir das in Java zu erarbeiten.
11. Kapitel Benutzeroberflächen. Auch ganz wichtig, wie programmiere ich eine Applikation, also eine Anwendung? Und wie schaffe ich es dort, die Benutzeroberflächen zu gestalten? Und ihr kennt das ja, es gibt Knöpfe, es gibt Listen, es gibt Regler, es gibt Felder, in denen ich Texte ausgeben kann, es gibt Felder, in denen ich Texte eingeben kann und so weiter und so fort. Und all das wird hier erklärt in dem 11. Kapitel. Das 12. Kapitel ist ganz kurz und ich fand es auch relativ nebensächlich, deshalb habe ich das hier weggelassen. Das 13. Kapitel geht dann zu diesem Computer, dieser kleinen Hardware, die man eben über den Computer anschließen kann. Darüber kann man dann das Ganze mit Python programmieren und dann später alleine laufen lassen. Ist eine schöne Sache, wird nicht jedermanns Sache sein, aber schaut es euch mal an, vielleicht kriegt ihr dann ja auch ein bisschen Lust, mal ganz direkt an der Hardware dran zu programmieren und hier mit kleinen Computern nochmal, was weiß ich, eure Eisenbahn zu regeln, eure Modelleisenbahn oder was sich auch immer oder was auch immer euch dort in den Sinn kommt. So, 5. Kapitel, das wollten wir uns nochmal genauer anschauen. Das 2. Kapitel ist die Formatierung von Zeichenketten. Das finde ich immer ganz wichtig, weil ich am Anfang, wenn ich programmiere, dann lasse ich mir relativ häufig Werte ausgeben, wo, wann, welche Variable welchen Wert annimmt. Und das mache ich ganz gerne dann auch übersichtlich. Und dazu brauche ich die Formatierung. Das ist eine wichtige Sache. Und natürlich, wer mehr mit Text arbeitet, also in der Bürokommunikation wird das viel gemacht, dann ist die Formatierung einfach auch für den Anwender, für den User ganz wichtig. Das wird im 2. Kapitel, Unterkapitel vorgestellt. Dann iterierbare Objekte, Listen, Felder, so, also wenn man größere Datenmengen zu verarbeiten hat, das wird im 4. Kapitel behandelt. Wenn man abspeichern und laden möchte, Dateien und Daten eben abspeichern, laden möchte, treten relativ häufig Fehler auf, aber auch wenn man umfangreiche Berechnungen hat, auch mit Grafik umgeht, hat man häufig mit Fehlern zu tun. Und wie man diese Fehler auffängt und behandelt, das wird im 6. Unterkapitel dargestellt. Das ist auch ein ganz wichtiges Kapitel, obwohl man so erstmal sagt, naja, muss ich das, aber klar ist ein wichtiges Kapitel, weil dadurch das Programm am Laufen gehalten wird. Ansonsten stürzt das ab und der Benutzer sitzt da und denkt so, hey, ich kann das nicht mehr schließen, das macht mir gar nichts mehr. Deshalb ein wichtiges Kapitel. Das 7. bis 10. Kapitel führt in Richtung der objektorientierten Programmierung mit den Funktionen. Man kann sich also Programmteile als Funktionen definieren und kann dann die Funktionen aufrufen, statt immer wieder den gleichen Code einzutippen. Und wie man das Ganze dann in eigene Module packt, also in sogenannte Programmbibliotheken, das wird im 10. Kapitel gezeigt. Und da wir in Python immer mit Modulen arbeiten, immer irgendwelche Sachen aus anderen Programmbibliotheken herholen, begegnet uns dieses Kapitel eigentlich gleich von Anfang an, von dem 2. Kapitel an. Und hier wird erklärt, wie wir diese Module dann auch selber erstellen können, sodass wir für spätere Arbeiten, die wir zu erledigen haben, dann schon vorgefertigte Bibliotheken haben. Denn manchmal reichen ja die offiziellen Bibliotheken nicht aus. Das ist eine schöne Sache. So, meine Highlights. Webserver-Programmierung, ganz klar. Also was mache ich, wie gehe ich mit dem Internet um, was ist dort zu tun, damit ich Daten austauschen kann über das Internet. Das war für mich eine ganz wichtige Sache. Wie gesagt, da habe ich mich noch nicht so dran getraut. Sehr schön finde ich auch und sehr wichtig finde ich auch den Umgang mit Datenbanken, mit MySQL zum Beispiel. Und dann natürlich die Darstellung auf dem Bildschirm, also die Benutzeroberflächen. Denn, sag mal so, mit so einem Kommandozeileninterpreter oder so, da lockt man heute niemanden mehr hinter dem Ofen vor. Man muss eben seine Knöpfe haben, seine Menüs und so weiter und so fort. Und wenn man wirklich professionelle Programme erstellen will, dann kommt man um dieses Programmieren von Benutzeroberflächen nicht herum. Das ist auch wirklich gut dargestellt. Was mir fehlt, ist die Canvas, das ist auch ein Objekt, was man in einer Anwendung
einprogrammieren kann, die ist für grafische Darstellungen gut. Und sag's mal so, als Lehrer hat man immer so das Problem, man darf die Kinder nicht zu viel mit Texten zuschütten. Und das hat man ja schon beim Programmieren, dann möchte man wenigstens die Darstellung optisch haben. So. Und das muss man sich dann selber erarbeiten. Wer Spiele programmieren will, muss auch auf die Canvas zurückgreifen. Und das fehlt hier einfach. Also das muss man dann selber sich nochmal anschauen, was gibt es dort überhaupt bei Python. Das wäre ganz nett gewesen. Nichtsdestotrotz, da das Buch so gut geschrieben ist, ist es einfach empfehlenswert. Und es wird alles so, was an Ballast da ist, auch an komischen technischen Sachen, die man dann irgendwo in anderen Büchern findet, wo man denkt, da will der Autor mit angeben. Und man selber hört dann auf zu lesen, weil es zu viel Fachvokabular ist. Das ist hier weggelassen. Das ist super positiv. Man wird also ganz durch die wichtigen Sachen durchgeführt und das in einer einfachen, aber sehr präzisen Sprache. Auch alle Anwendungen sind ganz exakt. Die lassen sich alle abtippen und das funktioniert dann auch sofort. Also sehr gut. Es gibt einen durchgängigen roten Faden. Es gibt ein Programm, was man von dem zweiten bis zum letzten Kapitel auch immer wieder neu durchprogrammiert, immer wieder erweitert und immer komfortabler macht. Das finde ich sehr gut, dass man einfach sehen kann, dass man Fortschritt macht, dass man eben immer mehr an Funktionen dazu gewinnt, aber eben auch an Benutzerfreundlichkeit, je weiter man im Buch kommt. Gut fand ich auch die Auswahl von den wichtigen Funktionen, da hat sich der Autor auch wirklich etwas bei gedacht und ganz grundlegende Funktionen eingeführt. Wie gesagt, mir fehlen dann so ein paar Seiten, zwei, drei Seiten dazu, wo der Autor dann nochmal sagt, was gibt es noch bei Python? Es gibt nämlich noch eine ganze Menge weitere Sachen und das ein oder andere Mal wird der Leser das vermissen und dann vielleicht sagen, dann muss ich vielleicht auch doch auf eine andere Programmiersprache rübergehen und dabei bietet Python das an. Negativ, aber das Negativ, das ist jetzt wirklich ganz eingeschränkt. Das erste ist, das Buch ist eher für die Bürokommunikation gedacht, für Programmierung von Bürokommunikationsanwendungen und eben, dass einige der wichtigen Module dann doch fehlen. Zumindest hätte der Autor sagen können, das gibt es, ich kann aber hier nicht einführen. Da rein. So. Nichtsdestotrotz sehr empfehlenswert das Buch, obwohl ich schon lange mich mit dem Programmieren beschäftige, auch schon diverse Programmiersprachen erlernt habe, fand ich dieses Buch sehr erhellend, auch weil es so schön geschrieben ist und weil ich so gedacht habe, hey, das kannst du jetzt wirklich auch mal jemandem getrost in die Hand drücken, der noch gar keine Ahnung hat. Deshalb gibt es 5 Daumen hoch. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis sowieso auch. Und wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, das ist das richtige Buch mit der richtigen Programmiersprache. Wie gesagt, Python finde ich auch sehr anfängerfreundlich. So, und zum Schluss. Nein, Rheinwerk Computing hat mich nicht dafür bezahlt, dieses Video zu drehen. Ich habe mir das Buch gekauft, ich habe es mir längere Zeit angeschaut, ich habe alles ausprobiert und muss sagen, schönes Buch zu empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und mit Sicherheit werden noch weitere Büchervorstellungen kommen. Ich habe noch eine ganze Menge Bücher eigentlich vorzustellen, aber mal sehen, ob ich Zeit dafür finde. Und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem eigenen YouTube-Programmierkurs für Python und parallel dazu empfehle ich dieses Buch. Bis dann.